Hey Sammy, cool, dass es geklappt hat. Sehen wir uns gleich, ja? Bis gleich. Also ich bin in Düsseldorf aufgewachsen und hatte eine super Kindheit. Ich habe zwei ältere Schwestern. Ja, war eigentlich ein guter Schüler, war immer auf dem Gymnasium, aber ich hatte immer schon klein auf schon den Fußball in der Hand gehabt. Und ja, wir haben schon in den Straßen viel und lange vor allem gespielt, das was ich jetzt nicht mehr so sehe. Also früher ja, um 7 Uhr abends oder 8 Uhr abends haben wir immer noch gegen Wände geknallt, bis die Nachbarn die Polizei gerufen haben und die uns nach Hause geschickt haben. Sagen wir mal so, jetzt gibt es natürlich auch andere Methoden. Ich glaube, früher hatten wir keine, also mit 10, 11 oder so hatten wir keine Handys, hatten wir kein Internet. Und haben uns so verabredet ohne Telefon, haben wir gesagt, ja, wir treffen uns nach der Schule da und da und spielen Fußball und dann waren alle da. Und wenn man dich jetzt fragen würde, was ist deine Heimat? Was würdest du denn da sagen? Meine Heimat? Mhm. Wo bist du zu Hause? Zu Hause bin ich in Düsseldorf. In Düsseldorf? Ja, genau. Und würdest du dich eher als Deutscher oder als Tunesier oder als beides definieren? Muss man das überhaupt definieren? Also ehrlich gesagt als beides. Also ich bin hier aufgewachsen. Das ist meine erste Sprache, ist Deutsch. Ich spreche natürlich auch Arabisch, aber jetzt zum Beispiel im Vergleich rede ich mit meinem Vater nur Deutsch und meine Mutter halt noch Arabisch oder so gemischtes. Und ja, meine Heimat ist schon hier in Deutschland, aber ich habe halt meine Wurzeln natürlich in Tunesien. Und was war das für ein Gefühl dann mit der tunesischen Nationalmannschaft irgendwie gerade nach diesem Umbruch? Nachdem Ben Ali weg war aus dem Land, dann zu spielen, war das irgendwie eine andere Stimmung? Habt ihr euch viel darüber unterhalten? Oder ging es dann doch am Ende immer nur um Fußball? Nee, es stimmt schon. Also man kommt wieder ins Land rein. Mhm. Und ja, es ist ein total anderes Land jetzt. Also muss man sagen, die Leute sind anders. Es ist ja viel befreiender, muss man sagen. Und für uns als Spieler dort ist es, ich glaube, noch eine größere Ehre jetzt für das ganze Land zu spielen. Und ich glaube, das gibt uns noch mehr Mut und das gibt uns noch mehr Selbstvertrauen und ja, und auch ein bisschen Stolz. Also wir sind alle stolz, dass wir Tunesier sind und für das Land spielen können. Bravo, 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 Tunis! Stolzer als vorher? Hat sich das bei dir geändert? Ich stehe da halt vollkommen so zu, auch mit meiner Familie, dass wir stolz sind, Tunesier zu sein, dass wir stolz sind auf unser Volk, was sie da geleistet haben. Wenn man das sieht im Vergleich jetzt zu ja, Ägypten oder jetzt Libyen, ist das bei uns innerhalb von 10 Tagen vorbei gewesen. Mhm. Und ja, ich glaube, wir haben da ein bisschen alle angezettelt darin. Wenn man nach Tunesien hingeht, sieht man schon, ziemlich was, wie modern es ist, dort geworden ist und in Sachen, sagen wir, Autos, Klamotten oder Frauen oder abends, wenn man da mal weggeht, ist es wie in Europa fast. Interessierst du dich hier in Deutschland für Politik? Ja, schon. Also, was heißt interessiert? Ich bin jetzt nicht ganze Zeit vor NTV und gucke mir die Seminare an und sonst was an, aber ja, ich lese mir natürlich mal manchmal ab und zu in der Zeitung einen Artikel durch und ja, da sieht man, dass Deutschland keine großen Probleme hat, wenn es um Kleinigkeiten geht im Vergleich zu anderen Ländern. Die Leute fragen dich ja bestimmt, wie ist es in Deutschland, was machst du da? Und viele würden dich wahrscheinlich auch gerne mal besuchen kommen und können es vielleicht nicht, weil sie die Mittel nicht haben oder so. Wirst du da beneidet oder bist du da eine Art, also du bist da auch ein Vorbild, gerade auch für junge Leute oder wie? Ja, ich denke schon, dass es, also ich denke nicht, dass es Neid ist oder sonst was. Ich denke, vor allem in Tunesien, da freut sich jeder über einen Tuneser, der in Deutschland spielt, weil es ist wirklich so, dass es ist auch in anderen Ländern so, dass der sozusagen, dass ich sozusagen hier in Deutschland so ein bisschen auch Tunesien repräsentiere. Mhm. In Deutschland habe ich mir hatte ich eine sehr gute Ausbildung in Sachen Fußball, in Sachen Training, in Sachen Schule, in Sachen Disziplin. Ich hatte ein Zuhause, ein schönes Zuhause, ich hatte ein geregeltes Familienleben und musste mir über gar nichts Sorgen machen. Und das ist in Tunesien nicht so. Also wenn man da groß wird, da
es ist jetzt nicht so selbstverständlich, dass die Eltern beide einen Job haben oder der Vater einen guten Job hat. Und ja, dort hat man meistens nicht zwei Geschwister, sondern sechs oder sieben. Und ja, dann ist es natürlich schwer in dem Haushalt. Es ist einfach jeden Tag ein Hammergefühl, nach Mainz zum Training zu kommen und Fußball zu spielen zu können und dass es dein Job ist. Also damit definiert man sich und es macht riesig Spaß. Was danach kommt, für mich ist natürlich mein Traum, eine gesunde Familie zu haben. Ja, und dann klar, die Kinder beim Aufwachsen zu sehen und natürlich sich dann weiter beschäftigen. Und da überlege ich mir dann erst was.